Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Pokémon Storm Silver. Im letzten Part haben wir Kaidenarena von Azalea City fertig gemacht, sind durch den Steineichenwald gekommen, haben uns noch ein Pikachu gefangen, welches ich noch nicht offscreen trainierte, was aber noch passieren wird nach diesem Part. Und wir sind hier stehen geblieben, kurz vor der Route vor Dukatia City, und hier steht Cynthia und ich weiß nicht, was sie von uns will. Well, hello Tokoro. I had a feeling I might see you pass through here. You're probably wondering why I'm even here. I found an odd little artifact that I felt you might somehow be able to use. It's known as an odd keystone, okay? Okay. It might be worth taking it to the well in Azalea Town. I've heard a sliding... Oh. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl, was mir aber auch gefällt. Oh Gott. Direkt Doppelkampf. Oh. Alright, let's do it. Das sind ja nur alte Rentner. Ich meine, was sollen die denn schon machen? Sollen die einen Krückstock zusammenschlagen oder was? Du kleiner Rotzbringel! Ach nee. So, mal gucken. Oh, hallo. Hallo? Oh, Elektra. Oh, Snubbull. Geilo. Oh, Snubbull hat natürlich Bedroher drauf. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal Flame Wheel vergessen. Ah, wir haben noch Ember. So, zack, zack und zack. Und bam. Oh, Snubbull sogar down. Chillig. Na gut, wir sind ja auch 7 Level höher. Oh, Yowla. Oh, howling like a motherfucker. Okay, zack, zack, zack. So. Ich glaube hier, dass wir Psyana schon fast alles alleine machen können. Oh. I'm greedy like a spoink. Spark gegen... Oh, Psyana. Ja, natürlich. Psyana kriegt alles... Ja, und natürlich Paralyse. Und Synchro hat das Vieh auch noch paralysiert. Ja, ich kann ja eigentlich auch Quick Attack machen. Ich meine, es ist ja eh paralysiert. Nein! Du Huren. Ja, natürlich. Oh Gott, 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 nein. Gott, nein. So kann ich nicht arbeiten. Na, und schon wieder paralysiert. Natürlich. So, und Power Jam. Pam. So, das ist schon mal down. Dankeschön. Spark. Sparkling. So, jetzt aber komm. Jawohl. Dankeschön. Thank you. Thank you, Mister. Okay, da war nichts. Und jetzt kommt noch ein... Oh, ein Ramaylon. Das ist jetzt nicht so toll. Gefällt mir nicht so ganz. Oh, Takedown. Oh. Okay. Geht schon. Geht schon. Oh, nicht schlecht. Die Trainer werden anspruchsvoller. Ach, Gentleman Samuel. Hallo. 8000 Pokédollar. Nicht schlecht. Jetzt muss ich gucken. Ich will eigentlich erstmal die Trainer auslassen. Offscreen Training und so. Ja, Pension. Ah, Lyra. Grandpa! Oh Gott, die war bestimmt shoppen in Dukatia City. Die könnte ich wetten. Good work, Grandpa. The Pokémon you raised for me has been as healthy as can be. You look fit too. Ja, Pension und so kennen wir ja alles. Ich wette, dieser Wachmann da oben, der will mit uns auch jetzt schon direkt kämpfen. Oh Mann, jetzt kriegen wir auch noch die Dinge, die Pension gezeigt. Aha. Let me introduce my friend. This is Tokoro. Aha, this is your boyfriend. I see. Hm. Ja, ja, natürlich. Omas, wie sie natürlich sind. Oh, das ist dein Freund. Oh. Nein, das ist nicht mein Freund. Das ist nur ein Freund. Ja, ja, natürlich. Und dieser überaus leidenschaftliche Sex heute Nacht hat dir nichts bedeutet. Ja, natürlich. Ich bin einfach nur ein Freund. Nein, Spaß. So, hallo Opa. Nein, ich will deine Nummer nicht haben. Nein, der gibt sie mir einfach. Ach, scheiße. Ja, natürlich. Und auch noch von der Frau die Nummer, dass sie mich alle schön abfacken können. Geh mal weg, ey. Nein, von dem kann ich abhauen. Gut. So, willkommen in Dukatia City. Eine meiner absoluten Favoritenstädte. Ich mag Dukatia City, es ist cool. Ist schön groß. Und hat viele Möglichkeiten rumzulaufen. Normale Arena. Ich bin ja voll der Freak, was Normal-Pokémon angeht, irgendwie. Ich sollte mal noch so einen Normal-Type-Only-Run machen. Ah, wer es glaubt. So, booted up the PC. Pokémon Storage. Ich muss jetzt hier erstmal Platz schaffen. So, Bronzong. Lassen wir erstmal drinnen. Bronzel. Togepi kommt weg. Ja. Ja, doch, das bleibt erstmal so. Denn wir können uns ja jetzt hier bei diesem Quiz einen neuen Starter holen. Aber erstmal will ich jetzt mit den ganzen Leuten hier reden.
Ja, okay. Was gibst du mir? Gibst du mir was? Ja, yeah, cool. TM8 ist... Bullcrap. Oh, geil, Protzer. Chillig. Ich will mir den Kampf-Pokémon-Namen direkt beibringen. So. Well, hello there, Trader. Would you like to take a quiz? So, was haben wir denn? Question 1. Giovanni owns a level Nidoqueen in Yellow. Oh. Das war schon mal falsch, okay. Ja, ich glaube, das war irgendwie Level 52 oder 50 nur. Okay, das ist also jetzt falsch. Gut. Server. Nein, Scheißendreck, das stimmt doch überhaupt nicht. So, also zweimal nein. Nein. So. Nein. Was haben wir jetzt? Magma, Overheaten, Feuerwehr. Na, oi, was ist das denn? Ist ja alles falsch. Ja, was erzählst du mir denn für Lügengeschichten hier, du? Klo dir, du! So, no. Und nochmal no. Und ich dachte, das letzte ist jetzt yes. Pass auf. Nidoran, Nidori, cannot breed. Ja. Oh, chill, ich wusste, dass das richtig ist. So, was können wir jetzt aussuchen? Ah, jetzt können wir uns die vierte Gen-Starter aussuchen. Nehmen wir natürlich ganz easy Panflam. So, Spitzname für Panflam. Ach komm, unkreativ wie immer, komm. Ruffy. So, bababam. Sehr schön. So, jetzt haben wir noch ein zweites Feuer-Pokémon. Ich gehe aber Ruffy erstmal ablegen. Weil ich es jetzt eigentlich noch nicht so gebrauchen kann. Hat auch Blaze natürlich. Oh, hat ein scheues Wesen. Ja, ist eher für Spezial. Ist natürlich doof, aber gut. Ach komm, ich lege jetzt Bronzel auch ab. Das ist nämlich ein bisschen sinnlos geworden. So, okay. Und gut. Gut, was können wir jetzt hier in Dukatia City machen? Der Speed ist wieder normal geworden. Ich hasse es irgendwie. Bei manchen Stellen wird der Speed wieder normal. Jetzt ist es wieder schneller. Aber wenn es dann aufwendiger wird, wird der Speed wieder normal. Ich schaff das nicht so ganz. Aber wir gehen jetzt erst einmal in den Untergrund. Wer kommt natürlich wieder hochgerannt? Lyra. Mistvieh. Huh? Wird. Okay. That is a surprise. Und es kann Donner. Und wir sind natürlich paralysiert. Ja gut, jetzt kann ich auch Quick Attack machen. Wir können ja vom Poison Point nicht mehr beeinflusst werden. Hallo? Was zur Hölle? Erstmal, Lyra will kämpfen. Zweitens hat die Nidorina mit Donner und Donner trifft auch komischerweise immer. Okay, ich bin schockiert. Meryl, okay. Da setzen wir jetzt als erstmal Goliath ein. Auch wenn wir wahrscheinlich ein bisschen underlevelt sind, aber das ist mir scheißegal. So, tja, und das kann doch nicht mal eine Elektroattacke. Ah, okay, wir machen erstmal Thunder Wave. Auch gut. Das ist ja... Ja, natürlich! Natürlich! Und ich habe zwei Eier so groß wie Kokosnüsse. Oh, auch du, komm, ich bin eingefroren. Oh, doch nicht. Konfusion sollte eigentlich ein bisschen Schaden machen. Doppelteam. Gut. Gut. Ja, Limonade, natürlich. Konfusion, so. Na gut, ist eigentlich so eine Runde, wo ich überlebe mit Psyana, auch gut. Okay, das ist jetzt heftig, dass sie jetzt einfach kommt und dann hier so sagt, lass mal kämpfen. Ninetales, ja gut, da können wir auch Psyana drin lassen. Ey, was sie für Pokémon schon hat, ist ja voll heftig. Ich meine, gut, wir haben auch schon Psyana, mir geht es jetzt gerade mal ums Prinzip. Hallo? Ich hatte einen Vulnona. Flammenwurf. Ja, natürlich, jetzt könnte Vulnona auf dem Level schon Flammenwurf. Psyana kann ja auch schon auf Level 5 Psychokinese ohne TM, ja klar. Aber gut, Level 28 für Joey. Und oh, Psybeam, sehr schön. War Psybeam? Ah, jetzt hat eine konstante Stärke, okay. So, es ist schon mal stärker als Konfusion, deswegen wird es erstmal beigebracht. So, Roselia, okay. Gut, wir haben jetzt ein bisschen Problem mit Bunsen, weil das schon ziemlich weggehauen wurde. Aber wir haben ja Tränke zum Glück. Und Roselia macht ja zum Glück auch Angriffe, die nicht wirklich was bringen gegen Bunsen, also... Haben wir da schon mal keine Angst an. So, ja, Strauchler, seht ihr, das macht rein gar nichts. Flame Wheel. Oh, Zauberblatt. Natürlich sind wir paralysiert, natürlich. Zögerst doch einfach hinaus. Oh, Flame Wheel trifft, sehr schön. Nice. Wonderful. Und Lyra besiegt... Oh Gott, was? Null Pokédollar bekommen? Ja, okay. Fashion Case. Nein, ich will... Oh Gott, ich will keinen Modekoffer.
Oh, was ein Dreck. Jetzt sag ich wegen der. Moment. Pokémon. Na, die sind alle neu angeschlagen. Ja, es hat gerade jemand angerufen. Es war nochmal Lyra selbst. Ist auch ziemlich behindert irgendwie. So. Lass uns Pokémon Center gehen. Nochmal heilen. Oh, was eine Scheiße, ey. Aber gut, das hat mir jetzt gezeigt, dass ich erstmal Pikachu hier Schockwelle beibringen sollte. Wäre schon mal nicht ganz so schlecht. Ich meine, wir haben das ja... nein! Will ich nochmal heilen? Nein! Ich meine, wir haben ja Schockwelle als TM geschenkt bekommen. Haben wir es denn da? Shockwave. I'm hitting you like a shockwave. To all my ladies in the game, to get your groove on. Ah, Limp Bizkit sind einfach nur geil. So, oh. Gut, ein Wesen, was Angriff runter macht. Spezial... Speed runter macht. Aber gut, dafür hat's ja eh schon genug Speed, würde ich mal behaupten. Und ja. So, es hat kein Statiker als Fähigkeit, sondern Blitzfänger. Ja, Sassy Nature. Es hat kein Item, okay. Aber ich glaube, man bekommt auf jeden Fall noch von irgendeiner Person hier den Kugelblitz. Und ich überlege sogar wirklich, ob ich Pikachu als Pikachu lasse. Weil eigentlich bin ich der Typ, der Pikachu zu Raichu macht. Weil Raichu einfach mein absolutes Favorit-Pokémon ist. Aber ich glaube, ich lasse einfach mal jetzt Pikachu Pikachu. Ich widme es meinem Kumpel Tobi, meinem Bro. Weil sein Lieblings-Pokémon einfach Pikachu ist. Und er hasst es immer, wenn ich in irgendeiner Edition Pikachu zu Raichu entwickle. Also werde ich jetzt ihm mal zuliebe sagen, gut, ich lasse das. Ich lasse Pikachu Pikachu. Vorerst. Sofern ich einen Kugelblitz jetzt noch bekomme. Wenn ich einen Kugelblitz nicht irgendwie bekomme, dann überlege ich nochmal. 28 für Bansen. Ein Kabuto. Ja gut, da kommen wir Ganja rein. Na, Ganja. Das soll ich jetzt auch mal ein bisschen trainieren. So, erstmal Cut. Bam. Sehr schön, hat sogar gut Schaden gemacht. So, nochmal Cut. Alright. So, jetzt bin ich mal ganz schlau. So, wir tauschen jetzt einfach mal schnell nochmal auf Bansen aus, weil dann kriegt Goliath Ganja so viel Erfahrung, dass es sich entwickelt. Finde ich gut. Und ich glaube, wir lassen auch Ganja mal im Team. Erstmal. Bam. Okay, es hat keinen Heatproof wahrscheinlich als Fähigkeit, sonst hätte es wahrscheinlich überlebt. Yeah, Level 16. Oh, Verfolgung. Sehr schön, sehr schön. Das bringen wir natürlich auch noch bei. Pfund weg, da wir Quick Attack haben. So. Und es entwickelt sich. Hallo? Ich kann den Speed schon wieder nicht runterdrehen. Ich glaub's ja nicht. Okay, jetzt haben wir erstmal einen Reptane. Sehr schön. Ah, Fury Cutter. Warte, war Fury Cutter? War das? Nein, das war nicht das, was ich denke. Gut. Das war Zornklinge. So, wo kommen wir denn hier hin? Ah, okay, das ist hier. Haben die Map geändert? Das war doch immer oben, oder? Na, okay. Oh Gott, wir werden jetzt erstmal in dem Part hier einfach nur hier durch die, durch den, ja, Untergrund rennen. Bisschen, ja. Natürlich kannst du Blizzard. Was soll ich jetzt sagen? So, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen den Untergrund aufmischen. Oh, Fireblast natürlich auch, natürlich. Und, ich will dann sagen, im nächsten Part werden wir die Arena in Ansturm nehmen. Ich mache erstmal ein bisschen Offscreen-Trainer nochmal für den Rest des Teams. Vielleicht finde ich auch noch irgendwie ein Kampf-Pokémon. Das wäre ganz cool. Ah, hallo. Ich will ein Foto machen, bitte. Ist hier Rocket-Uniform? Ja, natürlich, komm. Babam. So, zeigt man sehr, wie das Foto aussieht. Na, it's pretty pixelated, ne? Gut. So. Na, ich wollte nicht gegen ihn kämpfen. Aber gut, warum nicht? Ich kämpfe auch noch gegen den anderen dann. Scheiß drauf, auf Vorbeischleichen. Oh, Slowpoke. Oh, you Slowpoke. I'm poking you slow, like a Slowpoke. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Shockwave. Bam. Ja, macht ganz gut Damage. Aber vielleicht gehe ich nochmal zurück in den Wald. Nein, das bringt ja gar nichts. Weil ich habe ja jetzt Shockwave schon hier Goliath beigebracht. Das ist ja kacke. Super, jetzt hat es mich blockiert und ich kann keinen Schockwelle mehr einsetzen. Ey, fuck you. Fuck! So, los, Ganja. Zeig mal, was du so drauf hast jetzt. Bam. So, was kommt jetzt? Ein Cubone, da können wir auch nochmal Ganja drin lassen. So, bam, erstmal Cut. Cutscene. Oh.
Focus Energy, okay. Natürlich überlebt es, klaro. Natürlich. Wir haben noch Quick Attack zum Glück. Nur um sicher zu gehen, dass es nicht schneller angreift als wir. Und Level 17. Geilo. Omanite. Da können wir auch noch ganz schön drin lassen. Cut dürfte erreichen, es ist ja doppelt effektiv. Wonderbra. Maniac Donald. Na, wo ist Mickey Maus? Oh Gott, ich merke gerade, mir geht's hier so. Kreislauf mich ein bisschen runter. Ich habe nichts gegessen bis jetzt. Ich habe noch nicht viel getrunken. Oh, hello Magnemite. We're going to kill you. Habe ich denn meine Wasserflasche hier? So, Voltoball. Auch kein Problem. Erstmal, oh, ich trinke jetzt erstmal, sonst kippe ich hier weg. Scheiße. Also hat jetzt Aftermath als Fähigkeit? Okay. Hast du euch ein Nachspiel auf Deutsch? Kann das sein? Ja, die Werte von Bunsen sind schon recht gut. Neru. Okay, jetzt können wir erstmal rausgehen. Warte, reden die hier eigentlich? Also geben die auch was irgendwie? Ne, gut. So, und haben wir jetzt das Zelt vom Namen bewährte? Okay. Oh, hallo. Gut, die gibt uns auch nichts. Ah, den Radioturm müssen wir noch, genau. Komm, das machen wir jetzt mal schnell. Müssen wir keine Kämpfe machen, wir müssen so eine Quizshow machen. So, ja. Hallo. Wow. Would you like to try our quiz? First question. Can you check the town map with your Pokémon? Ja. Nidorina can only be female. Ja. Das stimmt auch. Uses apricots. Nein, he uses apricorns. Das ist true, ja. Na. Die letzte Frage mit Professor Eichtuch immer falsch beantworten. Scheißendreck. So, first question. Ja, können wir machen. Ja, ist immer weiblich. Nein. Ja. Und jetzt kommt nochmal nein. Perfekt, wir haben gewonnen. Ding, 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 Hauptpreis. Radiomodul bekommen. Sehr schön. So, jetzt wird hier Whitney, also Bianca, erstmal auf uns aufmerksam. Ups, it's time to go back to the gym. Ja, aber jetzt können wir sie eigentlich auch erst herausfordern. Und ich war jetzt hier nochmal kurz bei der Pokémon-Lotterie mit, denn ich will mal wissen, ob wir vielleicht was gewinnen. Mhm, guck mal nach. Ah, okay, wir haben nichts gewonnen. Schade aber auch. Es war ein einziges Mal, dass ich ein bisschen was gewonnen habe. Es war aber auch nichts Großartiges jetzt. Aber gut. Jetzt gehe ich nochmal ins Pokémon-Center und dann ist der Part hier erst einmal beendet. Dann gehe ich erstmal was zu fressen machen und dann sehen wir uns wieder. Irgendwann. Dum, 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 dum. So, vielen Dank. Ach komm, ich will nicht über Pokémon-Teller. Ah. Ich stelle es jetzt hier mal mitten in die Stadt rein. So, schön in die Mitte. Und ja, das war's jetzt für den Part wieder mit Storm Silver. Wenn er euch gefallen hat, liken, favorisieren, ihr wisst ja, bla bla. Wir sehen uns im nächsten Part zu Pokémon Storm Silver oder einem anderen Let's Play von mir oder einem anderen komischen Video. Supportet meinen Zweit-Channel, it's Mr. TK. Der Link ist in der Beschreibung unten. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao, euer TK Misashi. This was so delicious. Bitch!